Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute habe ich was in eigener Sache. Ein Jahr bin ich jetzt auf dem Kanal mit Scheibenweise und es hat mir viel Freude gemacht, mich mit Musik zu beschäftigen, Hintergründe aufzuhellen, nochmal in Erinnerung rufen, dann die Musikschnipsel erstellen. Ja, welche 15 Sekunden nehme ich dann? Es war unglaublich spannend und Gott sei Dank war Langeweile kein Faktor. Im Gegenteil, um den Haushalt zu schmeißen, war ich manchmal ein bisschen spät dran. 16.30 Uhr, noch nicht gekocht und nicht sauber gemacht. Eieiei. Aber das ist alles nicht so. Mir ist es wichtig, diesen Kanal zu machen, meine Rentnerzeit sinnvoll, für mich sinnvoll zu verbringen. Und wenn es für euch auch Sinn macht, sich das anzuschauen, dann bin ich doppelt froh. Das ist doch klar. Also vielen Dank auch für eure Anteilnahme an meinem Kanal. Da sind über 6000 Stunden schon ein Meilenstein. Schon was. Vielen Dank. Ich melde mich ab in den Urlaub. So in circa 2 Wochen bin ich dann wieder online und habe ein paar Sachen schon vor. Und im Urlaub will ich auch was vorbereiten. Brain ist ein deutsches Label, das auch Krautrock macht. Nicht nur. Ja, schaut mal. Eine tolle Box. 10 CDs. Ich muss aber gleich sagen, diese elektronischen Sachen im Krautrock sind nicht meins. Ich stehe auf Gitarrensound. Da kann auch mal ein Keyboard dabei sein, Saxophon, egal. Aber im Mittelpunkt steht für mich Saiteninstrumente und nicht Keyboards. Für den Urlaub bin ich ausgestattet. Hier Julian Cope, den kennen wir, Engländer, der ja auch sehr am Krautrock hängt und schreibt hier einiges dazu. Und das ist hier schon etwas politisch. Liegt mir, gefällt mir, wenn es dann eben auch in den gesellschaftlichen Hintergrund geht. Ganz toll. Und da habe ich noch was, das haut quasi den Sammler von den Socken. Enzyklopädie auf Krautrock. Ein tolles Werk, wer da alles erwähnt ist. Und dann haben wir auch, ich hoffe, ich stoße drauf, die Bilder. Mann, oh Mann. Es ist also der ganze, da haben wir es, der ganze deutsche Raum abgedeckt. Aber das ist das, was ich mir als Thema nehme. Krautrock oder besser gesagt Kraut oder Unkraut. Unkraut ist all das, was nicht zum Krautrock gezählt wird. Und zum Beispiel Frumpy. Also die erste LP, okay, aber schon die zweite, das ist Rock mit englischen Vorbildern, ohne Zweifel. Und Krautrock hat ja die Eigenschaft, aus sich heraus gewachsen zu sein, aus gesellschaftlichem Protest, Protestlieder, Witthüser und Westrup zum Beispiel, selbst Insterberg und Co., die Klamauken, könnte man theoretisch als Beginner feststellen. Natürlich dann Amondü und so weiter. Diesem Thema möchte ich mich widmen und ich arbeite noch an dem Konzept, wie ich das rüberbringen will. Dann bei meiner Arbeit mit Steve Marriott ist mir auch Peter Frampton nochmal zu Ohr gekommen und ein toller Gitarrist. Auch die letzten Alben habe ich von ihm, die ja instrumental sind, basierend auf seiner E-Gitarre. Tolle Alben, toller Typ, lebt noch. Das ist auch schön, weil die letzten Besprechungen waren lauter Musiker, die leider nicht mehr bei uns sind. Das stimmt auch etwas traurig und ist es Optimismus, mit Peter Frampton an den Start zu gehen. Und ich habe ja mal eine Zeit lang als Roadie gearbeitet, und da gibt es auch ein paar Episoden zu erzählen.
Mal sehen, wie ich das zeitlich hinkriege. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder einschaltet, einklickt, ja, wenn ich wieder auf Sendung bin. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, genießt den Restwinter und im Frühjahr. Das ist ein richtig schönes. Bye bye.